Hey Freunde, wir sind super glücklich ankündigen zu können, dass wir dank EA dieses Jahr die Gamescom besuchen werden. Deswegen ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Wir werden vom Dienstag bis zum Samstag die Messe besuchen und täglich mindestens ein Treffen organisieren, bei dem ihr mit uns über Star Wars und andere Dinge quatschen könnt. Klingt das gut? Dann schaut jetzt auf jeden Fall auf Instagram vorbei und folgt uns, der erste Link in der Videobeschreibung. Hier werden wir nämlich jeden Tag ankündigen, wo wir uns befinden und wann die Treffen losgehen. Wir freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Commander Cody, Marschallkommandant der großen Armee der Republik. Loyal bis ins Knochenmark und todernst wie kein zweiter. Eine 91%ige Ähnlichkeit zum Original Jango Fett und viele weitere Eigenschaften machten diesen Soldaten aus. Er prägte nicht nur die Republik, sondern hatte seine Spuren ebenfalls im Imperium hinterlassen. Aber wie ist CC2224 zum wohl höchst angesehensten Anführer geworden? Codys Leben begann wie das der meisten Klonoffiziere. Er wurde auf Kamino geboren und ausgebildet. Recht früh fiel er den Kaminoanern auf, da er ein besonders individuelles Verhalten zeigte. Bei einem speziellen Training, für das er auserwählt wurde, machte er mit CT-7567 Bekanntschaft, welchen er später als Captain Rex kennen würde. Er und Rex wurden schnell Freunde, noch bevor Cody überhaupt in die Schlacht zog. Als Anführer des 7. Sternenkorps arbeitete er zusammen mit dem Jedi-General Obi-Wan Kenobi. Wenige gemeinsame Kämpfe und Obi-Wan empfahl den Commander für eine Beförderung, da sich Cody exzellent im Kampf und der Strategie bewiesen hatte. Er erhielt daraufhin den Rang eines Marschallkommandanten, der höchste Rang, den ein Klonkrieger nur haben konnte. So war er schon zu Anfang der Klonkrieger einer der bedeutendsten Soldaten und Anführer. Das sollte Cody aber nicht daran hindern, noch weiter in den Herzen seiner Brüder zu wachsen und an Größe zu gewinnen. Beim Training von Alpha 17 erhielt er seinen Namen, als Zeichen seiner besonderen Unabhängigkeit. Seine Rüstung designte er mit Bestandteilen der ARC-Rüstung. Ein schusssicheres Jetpack, eine Sekundärkom-Antenne, ein Extravisier auf seinem Helm und einige weitere Ausrüstungsstücke bestückten von nun an seine Klonrüstung. Von den 100 Commandern, welche Alphas Training durchlebten, wurden eine Handvoll von Alpha 17 persönlich auserwählt. Das Squad 7 war eine Elitegruppe mit verschiedenen Spezialsoldaten, die besten Scharfschützen, Sprengmeister und Marines. Um hervorragende Leistungen zu erbringen, stand Commander Cody mit Oddboy an vorderster Stelle. Er war damit nicht nur ein Marschallkommandant, sondern jetzt sogar Anführer eines speziellen Elite-Squads. So kämpfte Commander Cody durch die Klonkriege hindurch in vielen verschiedenen Schlachten und Missionen. Christophsis, Teth, Derishimon, Mond, Kamino, Ryloth, Felucia, Geonosis, Silukemai und Umbara stellten einige seiner bedeutendsten Missionen dar. Sein letzter Auftrag sollte euch allen bekannt sein. Grievous, der nach dem Tod Dookus die Kontrolle über die Separatisten erlangt hatte, hielt sich im Utapau-System versteckt. Cody führte seine Männer unter dem Befehl Obi-Wans nach Pau City, wo eine letzte harte Schlacht geschlagen wurde. Zeit ist gekommen. Führt die Order 66 aus. Ja, mein Lord. Der Verrat der Jedi an der Republik. Palpatine hatte seinen Plan durchgeführt. Commander Cody stand wie viele seiner Brüder im Bann des Inhibitor-Chips und schoss auf seinen guten Freund. Er war sehr intelligent und wusste, was die Jedi alles überleben würden. So schickte er viele Suchdrohnen in die Katakomben Pau Cities, um den Leichnam des Verräters zu finden. Allerdings ohne Erfolg. 15 Jahre nach dem Aufstieg des Imperiums kämpfte Rex auf der Seite der Rebellen. Ihm fiel während einer Mission auf, dass die Codes und Notfallprotokolle immer noch dieselben waren, welche er einst zusammen mit Cody entwickelt hatte. Daraus können wir auch ganz klar im Kanon schließen, dass Cody weiter auf der Seite des Imperiums kämpfte. Wie es Rex in Rebels sogar von einem imperialen Offizier vorgeschlagen wurde, hatte er die Chance, in einer Akademie Sturmtruppen auszubilden. Selbiges muss für viele alte Offiziere wie Captains und Commander der Fall gewesen sein. Commander Cody ist also bis zu seinem Ende im Militär tätig gewesen, wo er einst als Held aufblühte und bis zum Schluss die Reihen des Imperiums stärkte.